Hast du dir eine richtige Quelle? Weil, wie gesagt, gibt immer viel Fanmade. Naja, also das, was ich, was auf Fandom ist, das ist eigentlich schon ganz gut, immer zusammengefasst. Man kann halt nicht alles glauben, aber die sagen ja auch nicht, dass er irgendwas damit zu tun hat, sondern man geht bloß davon aus, dass er halt irgendwas oder dass er schon mal den Super Saiyan Gott gesehen hat. Also, dass er halt schon sehr alt ist, ne? Dieser Saiyajin. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwirren. Aber man weiß halt nicht viel über diesen. Nur, dass er halt sich, wie gesagt, in den Super Saiyan 3 verwandeln kann, ohne Probleme. Dass er die Goino-Zora-Form benutzen kann. Und dass er halt Ki aussenden kann, auch wenn er gefesselt ist und alles sowas. Und dass er halt Gegner manipulieren kann oder korruptieren kann, also übernehmen kann. Und das sieht man ja alles im Anime. Also es ist ja alles zusammengeschrieben, was man im Anime oder Manga gesehen hat, ne? Man kann nicht immer alles glauben, das ist richtig, aber eigentlich steht das schon ganz gut da. Wie gesagt, das mit dem Super Saiyan Gott ist ja bloß eine Vermutung. Also das würde ich auch sagen. Er hat ja sehr seltsam reagiert und wurde halt aggressiv, als er Son Goku im Super Saiyan Gott gesehen hat, ne? Also wird, es kann schon naheliegen, dass er diesen schon mal gesehen hat oder sogar schon mal gegen den gekämpft hat. Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Na, Gipfelchen. Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? So, was nehmen wir denn? Wir haben 14.000 Gil. Sollen wir das Premium-Massage-Programm nehmen? Das Standard-Massage-Programm oder das Billig-Massage-Programm? Also ich würde ja 3.000 Gil ausgeben, ja? Was sagt ihr? Wollen wir 3.000 Gil ausgeben für diese Massage? Oder ist es egal, was ich ausgebe? Shorty, du hast es doch schon mal gemacht. Volle Pulle. Shorty, du hast es doch schon mal gemacht, glaube ich, ne? Wenn du noch da bist. Was hast du denn genommen? Oder ist es unrelevant, was man hier nimmt? Also wie gesagt, alle Neuen, die da sind, ihr könnt gerne einen Follower dalassen. Oder diesen Channel abonnieren. Also ich würde auch 3.000 nehmen, aber... ja. Ich meine, was soll? Mit Happy End. Das wäre es mit Happy End, aber wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber wir nehmen trotzdem 3.000. Mal sehen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau, das sehe ich nämlich auch so. Mein lieber Cloud. Was denn? Ui. Da ist er ja. Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Was hier los ist. Komm schon. Entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's weh getan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz reiben wir ganz sanft weg. Alter Schwede. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Na, lass alles raus. Ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Und fertig. Ja, würde ich auch sagen, oder? Schau gerne mal wieder rein. Ja.
Die hat aber nur an der Hand rumgespielt. Ich weiß nicht, was sie mit der Hand gemacht hat. Das war doch schön, oder? Wie war's? Supi. Die 3000 haben sich gelohnt. Was ist mit ihr? Was ist mit ihm los? Hallo? Hallo? Alles klar, mach es gut, Steven. Danke, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Vielen, vielen Dank. Gar nichts. Mach mir nichts vor. Hau raus, was ist los da? Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lasst doch einfach mal eure Bitte hören. So. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich find's okay. Ja, was sollte ich sonst sagen? Sollte ich sagen, dass es scheiße aussieht? Kann ich ja auch nicht machen. Okay. Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Oha. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Gut, das haben wir denn erstmal. So, dann wollen wir schnell rüber. Na nun, raus hier. So, okay, wir müssen erstmal kämpfen. Ich hoffe, dass das... Ah, da hinten ist die Arena. Okay, wenn wir hier gerade auslaufen und dann rechts rum, dann sollten wir eigentlich dort hinkommen. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. So, hier lang. Vertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich doch nicht. Warum sollte ich? Eigentlich wollten wir uns hier treffen. So, hier müsste es sein. Jupp, hier ist die Annahmestelle. So, lass mich mal rein hier. Ist ja wie bei den anderen Anime bei Netflix. Weiß den Namen im Moment nicht. Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, was du meinst für ein Anime. Ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Was, sie will auch kämpfen? Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Aha. So, ich hoffe, es gibt jetzt Fahrstuhlmusik hier, sonst ist was los. Es geht weiter runter, als ich gedacht habe. Natürlich nicht. Keine Fahrstuhlmusik? Was ist denn das für ein Scheiß? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Wo der Kämpfer für eine Firma... Ach so, Kenga Asura heißt das. Kenga Asura, richtig geiler Anime. Richtig geiler Anime auf Netflix. Müsst ihr euch, wenn ihr nicht seht, oder wenn ihr nicht kennt, schaut euch den auf alle Fälle an. Kenga Asura heißt der. Richtig geiler Anime. Midgar, die Stadt, die niemals schläft. Kehren ihr
eurer Netze ein funkelndes Juwel namens Walmart. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewonnen. Willkommen in Corneos Colosseum. Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Walmart. Und der Hauptcharakter heißt, glaube ich, Oma? Oma? Ich glaube, Oma heißt der, ne? Oma Azura oder sowas. Azura Oma. Ja, ich warte auch auf die Staffel 3. Ich habe alle beide Staffeln das dritte Mal durchgeguckt. Aber du musst unbedingt den Manga lesen von diesem Anime. Der ist noch um einiges besser. Also da sind die Kämpfe noch ein bisschen länger gemacht. Und die gehen auch viel krasser da ab. Also den Manga empfehle ich dir auch, den zu lesen von Kenga Azura. Auch sehr geil, der Manga. So. Hoppala. Wo sind wir denn hier gelandet? In der Kenga Arena. So, nein, Quatsch. War nur Spaß. Warte mal, hier ist ein Zimmer. Können wir da rein? Ah, guck mal, wir können hier rein. Gibt's hier irgendwas? Sieht aus wie in so einer Wrestling Arena. So, erstmal. Ach, hier können wir uns ausreden. Gut, dann ruhen wir uns mal kurz aus. Ja, aber die haben auch noch nicht gesagt, wann Staffel 3 kommt. Also, ich hoffe es wirklich, dass es demnächst bald kommt. Es ist ja schon ein bisschen länger jetzt Staffel 3 draußen gewesen. Das hat ja auch ewig gedauert. Ich hoffe, dass die das bald bringen. Ach, ihr seid. Okay, wie halt die ersten Staffeln von Barky. Ich brauchte etwas Geld, ja, und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Es dauert halt alles, ne? Ja, bei Barky habe ich auch, ich glaube, beide Staffeln auch schon 2-3 Mal geschaut. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Ja, ist halt schade, dass es bei Netflix wirklich so lange dauert, ne? Ihr Match beginnt in Kürze. Ach so, du meinst die ersten Barky-Sachen, hm? Ja, das gebe ich mir auf alle Fälle in YouTube. Also du hast ja gesagt, in YouTube kann man alles schauen. Da würde ich mir auf alle Fälle diese auch gerne mal anschauen. Aber ich meine jetzt generell, dass bei Netflix die Staffeln immer so, dass es immer so lange dauert. Auch wenn jetzt von anderen Animes wie, sag ich mal, Yu-Gi-Oh! Oder One Piece oder Dragon Ball oder sowas geben würde, ja. Dass das halt immer so lange dauert bei Netflix, ja. Bis sie halt die nächste Staffel kaufen und dann die nächste und die nächste, ja. Das dauert immer sehr viel. Das dauert immer lange, finde ich. Aber die machen halt auch nicht nur Anime-Sachen, die machen ja auch Selbstproduktion, ne? Serien machen sie ja selbstständig, Filme gibt es ja auch von denen und sowas alles. Achso, das sind die Links gewesen. Gut, danke dir, ey. Muss ich das nicht selber suchen? Danke dir auf alle Fälle dafür, dass du mir die Links gesendet hast. Hey, Kleine, zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zeig. Na, zeig mal ein bisschen Frischfleisch. Rock hoch. Jacke aus hier. Was ist denn los? Okay. Ich bin sauer. Ist unser allseits beliebter Bestienbändiger. Fährdenklaut und Aerith. Ein weiterer. Aerith. Ach so, Aerith heißt die, siehst du? Aerith. Jetzt habe ich es mal gehört, wie sie aufgefroren ist. One Piece kommt ab Juni und soll eine mal Real-Life-Serie davon kommen bei Netflix. Ja, habe ich auch gehört, dass die eine Action-Serie planen, ne? Oha. Oha. Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Hä? Ein Problem damit? Sagt, dass das verboten ist. No. Ja, das sieht fast so aus wie bei Kengan, ne? Bei Kengan Azuri. Mit diesen Kämpfen. Beide Videos dauern 9 Stunden. Alter Schwede, okay. Sag mal, gibt's doch gar nicht. Hey!
Okay, dann machen wir halt mal Feuer. Wir machen aber Feuer auf den Hund. Okay, da ging. Warum ging denn? Das ist aber sehr seltsam, dass das Feuer voll daneben gegangen ist. So, die haben wir erstmal. Moin. So, hab die letzte Staffel an einen Tag geguckt, lol. Du hast echt so viel Freizeit, muss ich dir sagen. Avril. So, gut, die erste Runde haben wir bestanden. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Ja. Stimmt. Hunde, alles darf da mitmachen. In der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Genau. So, wir ruhen uns kurz mal aus. Und dann geht's in die zweite Runde. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Aha, okay. Wir werden aufgerufen, das Match geht los. Kommen Sie zum Eingangstor. Machen wir. Machen wir, alles gut. Machen wir. Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Stranger Things habe ich auch angefangen. Muss ich aber sagen, am Anfang war es eigentlich ganz witzig, aber es wurde... Okay, vielleicht hätte ich einfach weiter schauen müssen, aber am Anfang war es noch cool und dann wurde es aber irgendwie so langarmig. Also man hat wirklich, es hat mehrere Folgen gedauert, bis man dann irgendwas aufgelöst hat. Aber vielleicht gebe ich dieser Serie nochmal eine Chance oder so. Ja, jetzt mal auf die Richtigen gesetzt. Fingern so lang. Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang. Die hatten wir doch schon mal. Ach guck mal, da sind die drei wieder. Der hat's abgesegnet. 8 Leute gegen uns. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen das. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Okay, da bin ich ja gespannt. Okay, dann machen wir mal ein bisschen Feuer. So. Hey, warum sind die jetzt... Hä? Na toll.
Nein, alle beide. Oh, alle beide gelähmt. Ich raste aus. Oha, oha, oha. Okay, wir sterben gleich, wenn wir hier nicht was machen. Okay, wir müssen... Ich lese das auf alle Fälle gleich durch wieder. So, dann machen wir den hier, zack. So, jetzt noch der Dicke hier. So. Huiuiui. Das war schon ein bisschen hardcore. So viele Leute halt, ne? Das war halt schon... Aber okay, wir haben es geschafft. Ein weiteres Mal haben sie triumphiert, obwohl sie nur zu zweit sind. Der Sieg geht an. Das Cloud Strife, Record First Tournament. Arif. So, wir haben es geschafft. Ach, da hinten geht's raus. Ja, moin. Nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Hm. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Oh, da ist schon mal was gelaufen bei den beiden. Der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Natürlich. Aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Ja, aber wenn er unfair ist, ist doch scheiße. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich gegen alle da kämpfen. Team Cloud und Aris, das Finale beginnt in Kürze. Alles klar. So, wir, wir schauen trotzdem noch mal rein, ob wir irgendwas machen können. Okay, WP-Punkte. Ah, guck mal, hier die Nagelkeule noch mal. Aber sonst haben wir eigentlich gar nichts, ne, was wir irgendwie ausrüsten können. Hm. Sie sich zum Eingangstor. Sonst haben wir eigentlich gar nichts, ne? Was wir irgendwie verstärken können. So, letzter Kampf. Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale. Seid ihr bereit? Yep, sind wir. Ich habe auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Niemals. Verehrtes Publikum, wir haben Sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können Sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern. Ja! Yeah! Ein
als erstes. Unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefickt hat. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Lord und Eris, die Champions der bezaubernden Männerwelt. Ich streame noch ein bisschen. Ich ab 10 spielen wir noch ein anderes Spiel. Outlast 2 werden wir dann spielen. Also es wird heute ein bisschen länger alles gehen. Warum? Ja, der Pech hat landet auf der Mülldeponie. Also heute wird es ein bisschen länger gehen, heute alles. Wir werden auf alle Fälle eine Outlast 2 spielen. Ich hoffe, dass ich das durchstehe. Ja, genau, 2 Stück. Und ich hab kein. Ich hab kein Blitz. Und ich hab kein Blitz. Na dann, wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Die Entscheidung des Corneo-Cups! Okay, fahre gleich nach Hause, Party ist abgesagt. Ah, okay, naja, siehst du, dann sehen wir uns ja gleich, oder, Diggi? So, ich hoffe, dass wir das überstehen, weil ich habe nämlich kein Dings mitgenommen. Ich habe keinen Blitz, nichts. So, ich versuche erstmal die... Okay, ich werde wahrscheinlich nichts mit Feuer machen können. Oha. Okay, Feuer hat aber gut gezogen, ne? Okay, jetzt natürlich nicht so. Ich will den scheiß linken Arm da kaputt machen, aber... So, ach Mist. So, okay, der ist erstmal geschockt. Hallo? So, der macht sie nochmal Eis. So, okay, der ist erstmal down. Nee, doch nicht. Oh, was? Ah, okay. Okay, okay, okay. Nein, sie kann keine Magie mehr einsetzen. Okay, den ersten haben wir schon mal. So, ich... Boah, sie ist immer noch verstummt. Okay, dann machen wir Limit-Anzeige. Jetzt hauen wir die Limit rein und dann schauen wir mal. Oh, der hat schön gesessen. Ja, moin. So, den haben wir. Wieder, super. Okay, jo. Naja, Corona leider. Das stört uns nicht. Nee, aber leider unsere Blauen. Mich stört es auch nicht. Hier nicht. Ey, wir haben es geschafft, Leute. Ich hätte es nicht gedacht. Also ohne Blitz, also mit Blitz wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller gewesen. Aber okay, wir haben es ja geschafft. Mega. Du bleibst erstaunlich. Na, aber ist doch okay, Steven, dann sehen wir uns gleich. Ich könnte dich wüten und sehen. Ja. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant.
Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Ja, bei uns sind sie hier auch schon rumgerannt, also das Ordnungsamt, und hat dann auch Gruppen verjagt oder auseinandergebracht, ne? Und hat halt mit Bußgeld gedroht und sowas, ne? Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Okay, noch ein weiterer Kampf. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja, lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Hallo? Wie solche Ausdrücke hier? Ja klar ist vieles übertrieben. Also wie gesagt, ich sehe das immer ganz seltsam. Also wie gesagt, bei manchen Deutschen, da wird richtig drauf geguckt und alles gemacht und getan. Aber sieht man andere Gruppen von nicht, sage ich mal, Nicht-Deutschen, dann wird da immer ein Auge zugedrückt. Ja, und das finde ich halt unter aller Sau. Ja. Aber das ist halt einfach, weil man denn wahrscheinlich diese rechten Schiene fahren würde, und davor haben halt sehr viele, hat die Regierung halt Angst, ne? Die möchte halt nicht so dastehen, und darum wird wahrscheinlich da auch öfter mal ein Auge zugedrückt, ist denn einfach so, ja? Gut, können wir denn eigentlich hier speichern, falls wir sterben sollten? Ja, darum wurde es ja auch gerade gelockert alles, ne? Das ist natürlich sehr, sehr großer Zufall, möchte ich mal sagen, ne? Das ist natürlich sehr großer Zufall. Also das Fest steht bevor und auf einmal ist wieder alles ein bisschen gelockert, ne? Das ist schon, ich sage mal, ich mach das hier schon echt lange. Das wird aber wahrscheinlich schon alles so gemacht, ne? Selbst Gottesdienst, ne? Genau, ist jetzt alles ein bisschen gelockert. Gottesdienst und Versammlung dürfen jetzt abgehalten werden. Und natürlich alles auch ein bisschen wegen dem Ramadan. Ganz klar. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist einfach so. Überlegt mal, die hätten es nicht gelockert, ja? Spinnen wir mal weiter, die hätten es nicht gelockert. Dann, die Leute, die das betrifft, hätten es trotzdem gemacht. Hätten sich trotzdem versammelt und sonst dergleichen. Die hätten das trotzdem gemacht. Und die Regierung hätte dann konsequent durchgreifen müssen. Würde sie aber auch nicht machen, weil sie ja denn schlecht dasteht. Also muss man das so drehen, dass man das ein paar Tage vorher lockert. Und dann danach wird es wahrscheinlich wieder verschärft. So einfach wird es wahrscheinlich laufen. Die dürfen ja sogar rausfliegen. Das ist ja das Krasse. Du darfst eigentlich andere... Sag ich mal, Leute, die Urlaube geplant haben oder sonst dergleichen, dürfen nicht wegfliegen, dürfen nicht raus aus Deutschland, ja, oder irgendwo einreisen. Und jetzt dürfen die aber zu ihren Familien in den anderen Ländern und das Fest feiern und alles. Irgendwo, sag ich mal, ist es schon sehr seltsam, was hier abgeht. Natürlich wäre es fair gewesen, aber... es wird alles so hingedreht, damit das passt. Und das, da brauchen wir uns auch nicht vormachen. Und da braucht auch keiner sagen, das ist doch Quatsch, das ist doch alles nur rechten Propaganda oder sonst, oder Provokation oder so. Ist es einfach nicht. Man muss einfach die Augen aufmachen ein bisschen, ne? Man darf nicht alles schlucken, was die Medien einen vorgaukeln. Das ist schon alles geplant. Das macht man ja nicht einfach so. Das hat schon alles Hand und Fuß. Und die werden sich schon dabei was gedacht haben. Und wie gesagt, ich finde es sowieso affig. Ab Montag
Mundschutz, überall beim Einkaufen, alles Mundschutz. Das ist einfach unnormal. Das ist einfach... Das ist ein Monster. Die gab es früher auch schon, die Monsterhäuser. Na, Willkür würde ich das nicht sagen. Das ist alles geplant. Das ist alles von der Regierung schon geplant. Das ist so. Die haben sich schon dabei was gedacht. Klar haben jetzt größere Firmen. Das ist ja genau das gleiche. Baumärkte und alles hat aufgehabt. Also Baumärkte und alles hat auf. Aber ein Friseur und so darf nicht aufhaben? Das ist doch nicht normal. Warum? Was soll ich denn beim Baumarkt? Höllenhaus. So, dann geht's aber los. Warte mal, ich muss mal kurz Webcam anmachen. Okay, das, ich weiß noch gar nicht, was ich hier machen soll, Alter. Ja, ich kann nur Eisrahmen, ich kann nur zaubern. So, sie hat auch Eis, dann hauen wir halt einfach Eis raus, ist doch nicht so schlimm. Ach, jetzt hat das gewechselt. Der hat einfach die Magie, jetzt ist er auf Eis oder was? Ist ja krass, okay. Okay, jetzt hat er Kampfschaden. Barrierewechsel. Oha. Okay, wir müssen jetzt erstmal heilen. Doch, das Höllenhaus beeindruckt. So, dann machen wir jetzt Feuer. Ist doch kein Problem. So. So, das Höllenhaus. Harter Gegner. Okay, Shorty, wenn du sagst, dass es ein harter Gegner wird, ich hoffe es, dass das klappt hier. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Es fängt erst an. Okay. Was ist das denn jetzt? Okay, jetzt wird's. Boah, jetzt wird's. Oh, was? Okay. Okay. Höllendüse? Was hat der denn für Attacken, Alter? Was hat er denn für Attacken? Okay. Was macht er jetzt schon wieder? Höllenbomber? Okay. So. Endlich ausgemistet, was? Na los, raus mit den Staubfängern. Das ist so witzig, ne? Aber es ist schon sehr lustig, dieser Gegner. Ich hab genug. Okay, dann rufen wir mal Shiva. Schön, dass du da bist. Shiva ist am Start. Da ist entstiegen aus dem ewigen Eis.
gegen die eiskalte Königin, deren Schönheit ihrer Grausamkeit in nichts nachsteht. Irgendwelche letzten Worte? Ein cleverer Zug von unserem Traumpaar. Das Höllenhaus ist wie gelähmt. Laut und Harris sind dein Herz und deine Seele. Ihre Verteidigung ist lückenlos. Okay, jetzt hat er Schutzschild aufgemacht, okay. Aber gegen Magie ist es halt noch nicht immun, ne? Es hat zwar Schutzschild. Alter, er hat mich eingesaugt. Was im Inneren wohl für ein blutiges Bankett veranstaltet wird, ich will's, glaube ich, gar nicht wissen. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Alter, krass. Ja, es hat jetzt nur noch Schutzschild, ne? Widerstand ist zwecklos. Die Tür ist ins Schloss gefallen. Ach, jetzt kommt dieses Ulti. Oh, 2000er Schaden. Die eiserne Verteidigung des Höllenhauses wird dem Pärchen wohl zum Verhängnis. Feuer frei. 1000er Schaden, habt ihr das Gimp gesehen? Vorsicht, Klau, pass auf, dass du an deinen Bord nicht erstickst. 1000er Schaden gehabt. So, Schockzustand. Jetzt geht's rund. Okay, nee, doch nicht. Das reicht nicht. Okay, 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 okay. Bleib ruhig, bleib ruhig. Alles gut. Guck mal, es schießt sogar. Es schießt sogar Teddybären. Okay, ich nehme mal schnell einen Erdner. Also einen Erdner. Also für. Ach, für Magie-Dingsbums. Okay. Na, ist schon ein bisschen hartnäckig, ne? Also diese Lebensenergieanzeige, ne? Nicht übertreiben. Komm schon! Doch ist absolut offen, wer den Kampf für sich entscheidet. Okay, kurz Magie, kurz Magie. Nein, es hat mich eingesaugt wieder. Ein Wunder! Die Flucht aus dem Höllenhaus ist gelungen, doch anscheinend nicht ganz unbeschadet. Huiuiuiui. Na, ich wollte eigentlich Gebet machen. Überschallrakete, ja moin. Oha. Feuer frei. Undurchdringlicher Einbruchsschutz.
da hat sich schon so mancher die Zähne dran ausgebissen. Wie bewältigt das Traumpaar diese schwierige Hürde? Ist kalt. Nichts überstürzt. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Eine echte Zerreißprobe für die beiden Liebenden. Möbelkauf führt immer zum Möbelkauf. So, okay, wir machen mal die Limit-Anzeige. Vision. Dann fährt er in wohligem Wind, der eine mittlere Menge AP der Grummelge halt. Okay. Empfange uns mit deiner heilenden Kraft. Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Aeris. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. So, was ist jetzt? Jetzt ist er irgendwie wieder. Da ist er wieder. Steven ist wieder am Start. Also Shorty, du hast recht. Der ist sehr hartnäckig, ne? Also er hat sehr viel. Oha! Okay. Das hat mal reingezeckt. Nee, die ist nicht am Boden. Ich hab Engel, Digga. Ich hab Engel! Ich hab doch Engel gemacht! Oha! Mensch, Hund, nun bleib doch mal liegen, ey. Oha. Überlass das ruhig mir. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Kannst du weitermachen? Alter, wie lange es dauert. Das ist ja der Hammer. Bis jetzt hattest du Glück mit den Attacken. War noch nicht ganz so schlimm. Die Aktion wird abgebrochen, wenn du Schaden nimmst. Achso, okay. Ja, darum hat er auch diesen Engel-Bonus nicht gemacht. Oh Mann, 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 Alter. Ich habe keinen Turbo-Erdner. Haben wir noch irgendwas? Elixier haben wir noch, ne? Ja, die Attacken haben mich noch nicht so krass getroffen, ne, muss ich sagen. Es geht, aber der Kampf zieht sich halt richtig, ne? Oh, der immer mit seiner scheiß Barriere, ne? Ah, jetzt kommt dieser Scheißattacke wieder. So, schnell mal kurz heilen, nochmal aufheilen. Mann! Oh, komm doch mal. Oha. 1000er Schaden, das war sowas von klar. Ja, du musst alles aus dir herausholen. Schnell. Heil dich. So, dann schnell die Limit noch. Okay, jetzt hat er wieder Eis, jetzt brauche ich wieder Feuer. Oh, ist echt nervig, ne? Der auf die beiden niederfasst.
Ja, genau, erstmal schön in Eis reingelaufen. Ja, ja. Haha, freigelassen, Junge. Nichts hier. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Mein Einsatz. Na sag mal, wie lange rennst du denn? Alter, ist doch der Hammer. Ist doch der Hammer. So. Er rennt richtig lange. Also ich muss halt gucken, wenn er wieder Feuer macht. Nichts überstürzt. Zeig ich euch, was ich kann. Los geht's. So, gleich ist er down. Nochmal einmal. Haben wir nochmal Eis, ja. So, haben wir es geschafft. Alter, hat der lange gebraucht. Meine Güte. Das war richtig krass, ne? Er hatte viel, viel, viel HP, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Puh. Halleluja. Fast draufgegangen. Das eine Mal war richtig knapp, ne? Also. Geschafft! Ja. Aber man muss auch überlegen, man kämpft hier gegen irgendein Haus, ja? Alter Schwede, nee, aber war trotzdem auch sehr geil, muss ich sagen. Ja, ja, wir haben das Monsterhaus besiegt. Gut. Huiuiui. Kann man jetzt eigentlich nochmal in der Arena kämpfen? Also um Geld nochmal zu machen oder sowas? Weißt du da irgendwas, Shorty, ob man da nochmal Geld machen kann oder sowas? Bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei, lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu spielen? Achso, siehst du, da kommt's ja wahrscheinlich. So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Ah, in Coronas Kolosseum werden Tag und Nacht heftige Kämpfe ausgefochten. Wenn du dich in einem neuen Match beweisen willst, geh ins Untergeschoss und sprich dort mit dem Wärter. Während der Kämpfe im Kolosseum ist die Benutzung von Gegenständen untersagt. Jedoch werden TP, MP nach jedem Kampf in einigen Rennmaßen wiederhergestellt. Die Materie stehen ist hier wirkungslos. Ja, kannst du jetzt in Kämpfen teilnehmen, gibt auch eine gute Belohnung. Ah, okay. Gibt es irgendwas Wertvolles, was man mitnehmen sollte aus diesem Kolosseum? Manchmal ist es ja so, also früher war es immer so, dass man immer Gegenstände hatte, die man halt gebraucht hat oder sowas. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. So, was haben wir denn? Gegenstände? Bum-Bum-Schin, Krawall, ein putzig anschauendes Plüschtier, das aus irgendeinem Grund explodiert. Ja, wir nehmen es einfach mal mit, einfach aus Jux und Dollerei. Gut. Limits. Ach, Limits gibt es da, neue Limits-Fähigkeiten, okay. Welcher ist dein Lieblings-Movie-Gegner bei Dragon Ball, ausgenommen Broly? Also ich finde Cooler ganz cool, weil er halt cool ist, ne? Cooler ist cooler. Stehst du? Keiner ist so cool wie Cooler. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also das werden wir wahrscheinlich auch noch alles machen mit dem Kolosseum. Und neue Limits-Fähigkeiten sammeln. Haben wir eigentlich, jetzt wollte ich mal gucken nach der Materie, ob wir da schon... So, da haben wir 6 von 10. Da müssen wir noch ein bisschen bearbeiten. Aber hier, 20 von 20, das haben wir... Ah, das haben wir auch schon fertig.
Goodie. So, was haben wir hier unten? 32,45. Da sind wir auch schon fast am... Sind wir auch schon gut dabei. Genau, Materie wollte ich nämlich mal gucken. Und ich wollte gucken, was für ein Level wir haben. Da ist jetzt Glut, Feuer ist jetzt Stufe... Ah, guck mal, fast Stufe 3. Wahrscheinlich nochmal ein, zweimal verwenden oder so. Ausweichen, Rundumschlag ist Maximum. Frost auch fast. Wiederbeleben natürlich nicht, aber Engel haben wir auch selten benutzt, muss ich sagen. Und TP-Boost erhöht den maximalen TP in mehreren Materialien kombinierbar. Wie kann man das denn leveln? TP-Boost. Kann man das ganz normal leveln? Also, Gebet ist ganz gut. Heilen ist, hat so gut gemacht. Vision ist Maximum. Frost ist, naja, gerade Stufe 2 geworden. Ach, guck mal, hier können wir Elementarraffinerität. Damit könnte man natürlich das Schwert mit Feuer oder mit Eis oder sonst was verstärken, ne? Dann hätte man gleich so einen Elementarschaden. Waffe zusätzlichen Elementarschaden von 8%. Ist auch nicht schlecht, ne? Wenn man das so kombinieren kann, das wäre schon ganz witzig. Naja, hat High-End auch schon ganz hoch, ne? Aber sie ist auch schon Stufe 3, sie hat jetzt Regener. Du bekommst bei jedem Kampf Erfahrungspunkte, die leveln die Materie, aber nur die, die du ausgrößt. Ach so, okay, gut. Ja, es hätte sein können, dass man die halt immer anwenden muss wahrscheinlich. Dass das vielleicht schneller geht oder... Chakra, guck mal hier. Stufe 5 schon, ja. Sie hat noch nicht so viel Haien, aber das geht eigentlich. Barriere. Ja, Barriere ist eigentlich auch immer ganz gut. Gut, das haben wir eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wie spät ist das? 38, gute halbe Stunde haben wir noch. Und dann werden wir Outlast 2 spielen. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber... Naja. So, ab zum Massagesalon. Gut. Aber das Monsterhaus war schon krass, ey. War cool. Eigentlich ein cooles Design, also so ein Haus. Und dann hat mich glatt an hier Hexe Baba Yaga erinnert aus den russischen Märchen. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Ja. Im Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz... Ja, du hast... Wir haben jetzt die ganzen Kämpfe in der Untergrundarena gemacht, Phoenix. Das hast du auf alle Fälle verpasst. Das heißt nicht, wir haben gegen ein Monsterhaus gekämpft. Je mehr Leuten du hilfst, ja, desto lukrativer wird das für dich werden. Also die Kämpfe waren schon recht anspruchsvoll. Eris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf. Aber du kannst gerne zurückspulen im Stream, dann sieht man das, glaube ich, nochmal. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Alles klar, machen wir. Ich glaube, da war keine Nebenmission mehr oder wir sowas. Keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? In weiblicher Begleitung muss man sich oftmals zurückhalten, nicht? Wie wär's, wenn du dich etwas amüsierst? Scheinst dich ja bei uns... Ach, siehst du, Shorty, wie weit bist du denn jetzt? In welchem Kapitel bist du denn gerade? So. Es erwartet hier keiner, dass du dich ganz alleine verlustierst. Aber die Details regelt ihr Männer besser selbst. Ich habe Sam bereits Bescheid gesagt. Warum habe ich nie gebeten? Jetzt sei doch nicht so ein Hasenfuß. Das ist eine einmalige Chance. Sieh zu, dass du endlich ein richtiger Mann wirst und diese Memme zu Grabe trägst. Also dann... Kapitel 10, okay. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein Kapitel ist 10 getan. Ist sie schon. Nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer... Muss gleich mal gucken, in welche Kapitel ich bin. Wow. Gut, Cloud. Bis später. Gut, Cloud. Hau rein, Claudi. Es wird nicht gespannt. Na, es wird nicht gespannt, Cloud. Tipps ihn auf der Nase. So. Dann schauen wir doch mal. Wo sehe ich denn das, in welche Kapitel ich bin? Sehe ich das irgendwo? Ah. Nee. Ach, Kapitel 9. Haha. Wo bin ich hier?
Konnte die Woche durch die Nachtschicht nicht weiterspielen. Du bist in 9. Ah, ja, sehe ich gerade oben auch 9 im Sohn. Was? Sühnenfuhl? Ja, ich kenne das mit Nachtschicht. Das ist, ja, Nachtschicht jetzt nicht mehr direkt. Aber wenn ich Spätschicht habe, dann bin ich auch gerade mal so um 6:45 zu Hause. Ja, ist immer ärgerlich, muss man sagen. Aber es hat mich aber wirklich die ganzen Tage schon immer in die Finger gejuckt mit dem weiterzuspielen, also mit Final Fantasy weiterzumachen. Und ich hatte mir nämlich gestern, ich wollte gestern eigentlich schon live kommen, habe mir aber durch eine Schnur, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, mit der Schnur, wenn so eine Nylon-Schnur ganz schnell gezogen wird und du sie halt festhältst, dann verbrennst du halt die Flossen, also diese Hände, ja, also ich nenne das immer Flossen, Hände. Und das ist gestern passiert mit dem Hund, wo ich mit dem Hund draußen war. Und dann hat hier die beiden Finger, ich weiß nicht, ob man das sieht, diese beiden Finger, also der kleine Finger und der Ringfinger, diese beiden hat es unten verbrannt. Genau in diese Kanten, weißt du? Genau in diese Kanten, wo du halt den Finger so umknickst, ne? Wo du die Hand halt bewegst. Oh, das hat so gebrannt gestern. Ich habe die Hand nur in der Schüssel gehalten, im kalten Schüssel mit, also eine Schüssel mit kaltem Wasser. Habe ich nur drinnen gehalten, den ganzen Abend. Und ich habe es wirklich versucht, gestern on zu kommen, aber sobald ich die Maus angefasst habe und aus dem Kalten rausgegangen bin, hat es sofort wieder gebrannt, ja. Ja klar, musste auf alle Fälle morgen weiterspielen, genau. Ja, weil es einfach auch Spaß macht, ne? Ich finde wirklich, das macht einfach auch Laune, ne, das Spiel. Muss ich wirklich sagen. Das ist kein Mimimi, Steven. Das ist jetzt sehr gemein, muss ich sagen. Das ist kein Mimimi. Das hat, also ich habe ja nicht geheult, weil es gebrannt hat, sondern es hat halt einfach gebrannt. Und wenn du denn hier spielen sollst mit Maus oder Controller, macht sich das halt scheiße, weil es die ganze Zeit brennt, ne? Aber, naja, sowas passiert halt, ne? Was willst du machen? Ist halt so. So, wir haben eine Nebenmission. Irgendwas müssen wir machen, auf alle Fälle. Muss mal kurz schauen. So, was ist denn? 2 Nebenmissionen sogar. Brennende Schenkel. Oha. Atemlos durch die Nacht. Ah, ist das nicht hier Andrea Berg? Atemlos durch die Nacht. Schubidubidu. Ja, wir können eigentlich dort lang. Atemlos durch die Nacht. So viele haben in einem Stream noch nie geschrieben. Was ist denn Zuschauerrekord? Zuschauerrekord war 12 Leute. 12 Leute hier auf Twitch. Willkommen. Gleichzeitig. Das war das Höchste jetzt, bis jetzt. Oh, bist du etwa dieser? Jetzt sind wir gerade bei 7. Ich hätte da eine Bitte. Folgendes. Ich möchte, dass du meinen Vater zurückbringst, der in der Kneipe versagt ist. Ja, ich hoffe aber, dass das immer weitergeht, ne? Also, dass es halt mehr wird, ne? Das wäre schon ganz cool. Gut. Atemlos durch die Nacht. Wahrscheinlich ist das sowieso eine Anspielung darauf. Warte, Cloud! Sam hat mir alles erzählt. Ich habe eine Frau gestern zum Heulen gebracht, weil sie mir in den LKW gefahren ist und ich voll ausgeflippt bin. Los, erledigen wir gleich als ja, warum machst du denn sowas? Ne? Wie viele Chat-Nachrichten hast du schon? Kann ich dir gar nicht sagen, wie viele Chat-Nachrichten. Da ich Reststream nicht anhabe, weil ich ja direkt über das Twitch streame. Oh, was ist denn das hier? Wrestling oder was? Ein neues Gesicht. Was bist du denn für jemand? Was will die Bogenstange denn hier? Das ist doch eine Frau, oder? Ich hab dich schon erwartet. Das ist doch eine Frau. Ich bin Gina, der Trainer. Zeig doch Gina. Ginan, Ginan. Würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chat? Ja, wie gesagt, ich habe Rest Streaming nicht an und deswegen kann ich nicht genau sehen oder krieg keine Benachrichtigung, wie viele Nachrichten wir schon geschrieben haben. Aber ich denke mal, es werden locker schon über 500 sein, mindestens. Sag Bescheid, wenn du mindestens. Aber eigentlich müsste der Mod das eigentlich sehen können, dass, wie viele Chat-Nachrichten hier schon geschrieben wurden. Auf einen Wettkampf bekommen. Ja, wir machen... Achso, hier, Rang, Preise an Anfänger. 3x Megatrank, Fortgeschrittene, ein Glücksboost und Profi-Meistergürtel.
Kniebeugen-Duell. Anfänger gegen Zenwan antreten. Na klar, machen wir mal. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Was passiert, wenn du zweimal wegen Spam erwähnt wird? Gar nichts. Da passiert nichts. Es kann nur sein, wenn es öfter passiert, dass halt der Bot dich für eine Auszeit registriert. Also für eine Sekunde oder fünf Sekunden oder eine Minute oder sowas. Da musst du halt ein bisschen aufpassen, ne? Ich lass dich auf keinen Fall. So, da haben wir jetzt das erste Mal mit dem. Mit den Kniebeugen. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Ah, siehst du, Phoenix hat nämlich Angst, dass er rausfliegt. So, orientiere dich an den Hilfssymbole, um das richtige Timing drücken der Anzeigetaste zu finden und mehr Kniebeugen als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand geht der Wettstreit als verloren. Sobald die Hilfssymbole verwunden sind, kannst du dich an Clowns Bewegung orientieren. Oder Steven gibt dir Timeout, genau. Hab meinen Laptop nicht hier, sonst hätte ich nachgeschauen können. Ah, okay. Gut. Wenn dein Timing perfekt ist, gewinnst du an Schwung und kannst deine Kniebeugen schneller ausführen. Bleibe ruhig und achte darauf, dass du nicht zu früh oder zu spät drückst, denn sonst geht dein Moment verloren. Erschöpfung. Bei Wettkampf gegen stärkere Gegner kommt es auch Erschöpfung ins Spiel. Je schlechter dein Timing ist, desto anstrengender werden die Kniebeugen für Cloud. Bei großer Erschöpfung erscheint eine Anzeige, die du durch wiederholte Drücken voll auflauern musst, um weitermachen zu können. Versuch daher, keine Kniebeugen möglichst perfekt zu timen. Ach, siehste, Shorty, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo du bei den Kindern dieses Kistenschlagen machen musst. Hast du da auch gleich beim ersten Mal das geschafft? Also an die 30.000, glaube ich, musste man schaffen. Hast du das auch gleich geschafft? Mit diesen Kisten? Weiter so. Form vollendet. Okay, hingefallen. Ja, moin. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Traumhaft. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Form vollendet. Das sieht gut aus. Traumhaft. Weiter so. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Ich sehe keine Symbole, ich drücke einfach nur noch hin und her. Weiter so. Form vollendet. Weiter so. Jetzt nicht schlapp. Okay. Das müsste aber gewesen sein. Nee, die haben beim ersten Mal 20 Tore oder so gefehlt. Ah, okay. Ich habe es gleich beim ersten Mal geschafft. Ich hatte 31.000 und habe gleich alle Dinge eingesagt. Also alle Dinger, die ich da bekommen konnte. Da war ich sehr überrascht. Ich habe immer die 1500er gesnackt. Und dann habe ich halt die kleineren Kisten gemacht. Aber ich habe es wirklich gleich auf Anhieb geschafft mit den, ich glaube, 31.000 oder so hatte ich. Das war ganz knapp auf alle Fälle. Und dann habe ich gleich alle Geschenke bekommen, ne? Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Warum willst du wissen, was man macht, wenn man gebannt werden will? Willst du gebannt werden unbedingt, oder? Sprich einfach mit Santos oder Zenwan. Na, ich wollte hier noch was machen. Wo ist denn der? Okay, dann quatschen wir mit dem hier. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. So, Fortgeschrittene, genau. Jetzt können wir einen Boost-Dingsbomb bekommen. Boost-Glück. Nein, möchte wissen, was ich nicht darf. Ach so. Das sieht gut aus. Hä? Alter Schwede, okay. Das ist ein bisschen anstrengend jetzt hier. Jetzt nicht schlapp machen.
Oh, was? Okay. Das ist ein bisschen riskanter jetzt hier. Weiter so. Form vollendet. Weiter so. Oh, ich drücke immer zu viel. Okay, das wird wahrscheinlich nichts. Das wird wahrscheinlich nichts. Okay, er legt jetzt richtig los. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Weiter so. Form vollendet. Scheiße. 23, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Nee. Kacke. Okay, der Fortgeschrittene ist schon ein bisschen heftiger. Die Regeln stehen unten, unter dem Stream hier. Komm schon, da geht noch was. Zeig mir dein Feuer. So, einmal versuchen wir noch gegen den Fortgeschrittenen und dann schauen wir mal. Dann gehen wir auch weiter. Also bei dem ist jetzt nicht einfach, ne? Also es geht viel schneller weg. Und dann hat man noch ab und zu diesen... Das sieht gut aus. Warum? Oh. Ja, ich versuch's ja. Oh, es geht denn so schnell, dass du gar nicht mehr checkst, was hier los ist. Ach, leck mich doch. Richtig lustig wie auf der Pro. Okay. Weiter so. Traut ihr, schafft das. Ich drücke dann immer zu viel, weil ich Angst habe, dass ich das nicht schaffe. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt nicht los. Jetzt kommt's drauf an. Traumhaft. Weiter so. Das sieht gut aus. Form vollendet. Ihr macht das beide super. Weiter so. Das geht doch sicherlich noch besser. Okay, 27 hat die diesmal gehabt. Richtig los, also beim Profi, okay. Wenn du eine Revanche möchtest, kannst du sie haben. Okay, gegen den ist schon nicht so einfach. Und wenn ich auch gegen den Profi denn, okay. Das wäre mir, okay. Wie kann man die Farbe von Namen ändern? Das habe ich dir auch schon gesagt, das kannst du nur selber machen. Das kann keiner für dich machen. Doch, du kannst unten beim Chat gehen und dann, da wo du chattest und da kannst du die Farbe ändern. Du musst der alte Herr sein. Nee, das ist nicht vorgegeben. Coach. Hatte mein Sohn wirklich so ein Backpfeifengesicht? Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normal auf Twitch gehe. Zurück zum Laden. Lass mich. Ich will nicht. So, ich gehe mal auf meinen Kanal. Rede doch keinen Unsinn, alter Mann. So, und dann gehst du unten auf Chat-Einstellung. Und da kannst du denn... Es ist so, ich habe des Materialladens eine Wette verloren. Und jetzt hat er mir meine kostbare Quelle der Inspiration einfach so weggenommen. Hey, konnte man nicht die Farbe ändern? Warte mal. Meine Quelle der Inspiration. Solange ich sie nicht wiederbekomme, ist es sinnlos, dass ich zum Laden zurückkehre. Verstehe. So, also wie gesagt. Ich nicht, aber. Ich musste dich also lediglich diese Inspirationsquelle wiederbesorgen, richtig? Das haben wir gleich, alter Mann. Hey, du! Solltest du ihm nicht hinterher?
Okay, konnte man wirklich nicht diese Farbe beeinflussen? Ah, siehst du, Shorty hat's geschrieben. Danke, Shorty. Ich wusste, dass das irgendwo geht bei Einstellungen. Irgendwo wusste ich das. Ich habe nämlich öfter auch schon meine Farbe des Namens geändert. So, wo kann ich denn hier was kaufen? Ich will nämlich gerne diesen Song da kaufen. Muss ich hier ran? Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber. Ja, beim Handy hat man das, glaube ich, nicht. Aber ich weiß, nee, beim Handy hat man das nicht. Da hat man keine Chat-Dingsbums. Das geht nur auf PC, glaube ich. Also ich kann eure Farbe nicht einstellen. Sagen wir es mal so. So, wir haben den Song. Ist immer ganz wichtig, diesen Song zu haben. So, dann gehen wir erstmal weiter. So. Boah, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, moin. Wartet mal kurz. Jetzt habe ich das da versemmelt. Ach du Kacke. Was ist denn jetzt los? So, jetzt müsste alles wieder passen. Ich habe das da oben eben verschoben, sorry. So, weiter geht's. Chocobon, der beliebte Snack aus den Slums. Jetzt mit noch mehr Geschmack. Ja, aber die Farbe des Namens ist doch... Genau, die Farbe ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Okay, wir müssen... Warte mal, wenn wir hier runtergehen... Ach, nochmal ein Song. Guck mal, hier ist nochmal ein Song. So, wo ist denn die? Kann man den jetzt hier kaufen? Ach, nö. Jetzt habe ich die gleiche Platte nochmal gekauft. Oh, das ist aber nett. Danke sehr. Das ist ja nett. Die hat sie doppelt gekauft und jetzt darf ich eine haben. Das ist doch cool. Ach so, hier. Hier geht's lang. Oder bin ich hier überhaupt richtig? Das beste Honigmädchen ist Melitta, kein Zweifel. Jetzt sind doch schon wieder die Bienen. Schon wieder die drei. Oh nein, das lässt sich egal. Den, 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 den. Aber bei der Mod-Ansicht sieht man gar nicht, wie viele on sind, ne? Da sieht man gar nicht. Naja, gut, lassen wir es erstmal. Jetzt muss ich kurz noch mal schauen, wo wir lang müssen. Okay, wir gehen. Ja, wir sind eigentlich völlig umsonst hier runtergelatscht. Ich habe nämlich gedacht, dass man da einfach da durchkommt, aber. Gut, dann gehen wir hier schnell durch. Dann müsste es ja. So, hier lang. Genau, und dann müsste es hier sein. Ich habe ehrlich gesagt gar... Hey, warte auf mich! Wie, warte auf dich? Was ist das denn hier? Das also ist der Materialaden? Was wollt ihr denn hier? Was wollt ihr denn hier? Wir sind hier, um die Inspiration des alten Ausstatters wiederzuholen. Was wollt ihr denn hier? Ach, das meinst du? Die habe ich dem Alten auf ehrliche Art und Weise abgeknöpft. Na, Steven ist nicht mehr da. Der Mod, also Moderatoren ist bloß eine online und das ist Streamlabs. Mal sehen. Wenn ihr etwas für mich erledigt, überlege ich es mir. Aber auf alle Fälle cool. Also die Mod-Ansicht, was man hat, da kann man einiges machen, ne? Ein Auftrag für richtige Männer. Richtig coole Sachen. Ihr sollt mir etwas aus dem Automaten in der Herberge holen. Ihr wisst, sehr cool. Den Stoff. Herberge? Automaten? Etwa... Etwa was? Jetzt frag nicht so dämlich. Frag nicht so dämlich. Hör also, doch mal zu. Viel Erfolg.
atemlos durch die Nacht. So, ich gieß mir noch was ein. Ach, ist ja schon 10, siehst du? Ups. So. Ah, vielleicht traue ich mich Outlast gar nicht zu spielen. Ein neuer Tag, ein neuer Stream. Stream innerhalb von 10 Tagen insgesamt 40 Stunden. Hohoho. 40 Stunden schon gestreamt. Der Hammer. Der Hammer. Nee, ich glaube, mein Internet hat gerade gesponnen. Ah, so, okay, alles klar. Alles gut, Steven. Alles gut. Alles gut. Nee, ich denke, wir werden weiter Dings spielen, oder? Was sagt ihr? Der Automat steht in der Herberge. Ja, ja, Herberge. Ja, ja. So, kaufen. Materie. Heilen, behandeln, wiederbeleben. Behandeln haben wir noch gar nicht. Toxin, Barriere, TP-Boost. Sonst haben wir eigentlich alle. Also ist nichts Neues dabei. So, dann gehen wir erstmal dort zu dem Automaten. So, jetzt muss ich kurz mal schauen. Nicht, dass wir uns wieder verrennen. Okay, hier waren wir noch gar nicht, siehst du? Nee, wir waren da unten noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ich habe da genau das. Hey, aha. Lass mich nicht hier draußen stehen. Ohne meine profunden Kenntnisse wirst du das Geheimnis des Automaten nie lüften. Natürlich. Luxen. Hier. Dieser Automat ist es. Hi, ich konnte zwar zuschauen, aber nicht schreiben. Achso, ha, da hat er Angst vor Outlast 2. Das andere Spiel. Ich verrate dir so, irgendwas wird gerade gehostet. Pass gut auf. Bei dieser Art von Automaten gibt es geheime Tasten. Wo denn? Ink, Steven hostet mein Kanal. Das ist ja gerade das Geheimnis. Man bietet sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung auf, um dann... Ja, Shorty, da hat er Angst vor Outlast. Nee, wir werden es aber gleich machen. Ich werde gleich speichern und dann... Nach der versteckten Taste suchen. Je besser die Analysematerie entwickelt ist, desto besser die Ausbeute. Analyse, analysierte Gegner 22. Ja. Ich muss hier nichts auseinander analysieren. Das Ding nehme ich leicht auseinander. Oh, hab meinen Namen Farbe geändert, okay. Hä? Das da? Das soll der Stoff sein? Na los, nochmal! Da sind noch mehr geheime Tasten. Hyper-Spezialdrink. Der Stoff ist also... Verstehe. Volltreffer! Du hast gewonnen! Oh, hab ich mich erschrocken! Du hast den Phönixfeder gewonnen. Jetzt haben wir ja, was wir wollten. Gehen wir zum Materialladen zurück. Ja, machen wir. Genau, wir bringen jetzt nochmal dahin. Und dann... Dann werden wir Auslass spielen. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Da hat er Angst vor Outlast. Ich bin halt nicht so hart gesotten. Ist halt alles gruselig und so. Cloud, beeil dich, Mann! Mann, ja, chill mal, Johnny. Johnny Beton. So, hier. Oh, da seid ihr! Da seid ihr ja! Los geht's! Cloud, hol's raus! Hol's raus! Hol ihn raus! Ah, so habt ihr euch das gedacht. Nanu, ist es das nicht? Ich sage mal so, für dich ist das schon eine ordentliche Leistung. Jetzt nur nicht nachlassen. Das wird schon noch. Beim nächsten Mal wird's besser. Wär ja gelacht. Was die versprochene Belohnung angeht, es tut mir leid, aber die Sache, wegen der ihr gekommen seid, ist nicht mehr hier. Ja, ich zieh mir eine Winde an. Mach ich gleich. Ich sagte doch, tut mir leid. Das wenn dein Analysematerie voll gelevelt ist, bekommst du den richtigen Stoff. Aha. Aber was will man machen? Beeilen wir uns, Cloud. Also muss ich jetzt Gegner weiter besiegen? Zurück an die Arbeit. Die Materie poliert sich nicht von allein. Also muss ich jetzt weiter Gegner analysieren? Wenn alles geklärt ist, dann raus mit dir.
Auf geht's zur Imbissbude! Haut mich einen Kohl da.